Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part Let's Play The Binding of Isaac Rebirth. Und ihr seht jetzt hier, Mega Satan ist geröstet worden. Und ich denke, wir spielen heute mal einen ganz normalen Run. Ja, ich spiele heute nicht mal auf Hard Difficulty, einfach weil es momentan keinen Grund dazu gibt. Und ich denke, wir können auch einfach mal vorbeischauen, was es so im normalen Modus so ist. Es gibt ja keinen Easy Mode, das ist auch meiner Meinung nach gut. Kane spielen wir heute also. Mal sehen. Ich finde ja Kane ganz nett, wobei, ja, ich mag den alten Kane mehr als den neuen. Aber meine Güte, man kann nicht alles haben in dieser Welt. Close. Wir kriegen direkt die Bombe, die brauchen wir auf jeden Fall. Eine Batterie ist natürlich auch ganz nett. Danke, danke. Ein Cent. Ja, ich glaube, unser Glück ist eigentlich relativ gut. Schaden ist, ich glaube sogar mehr als bei Isaac. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Auf jeden Fall haben wir natürlich weniger Leben und ja, wir schießen aus einem Auge. So, das ist grob Kane. Und wir starten mit einem Schlüssel. Das ist natürlich auch ganz nice. Super, super. Oh, eine Rune. Jera. Oh, Jera. Ich liebe Jera. Einfach, weil wir die Möglichkeit haben. Ich glaube, Jera ist, ja, ich glaube, Jera ist Verdopplung. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, und ich weiß jetzt auch gar nicht, was beim Normal Mode so normal ist. Ich glaube, wir werden weniger Champion-Gegner sehen, soweit ich mich recht entsinne. Wir haben ja, wie oft haben wir schon Normal Mode gespielt? Oh, Nord oder Nord Leaf, keine Ahnung. Unverwundbarkeit, wenn wir stehen bleiben eine Weile. Aber meine Güte, wir machen halt keinen Schaden momentan. Deswegen bringt uns das Item jetzt noch nicht so viel. Aber warum nicht, Leute, warum nicht? Ich denke, ich weiß, wo der Secret Room ist und ihr vermutlich auch. Könnten das jetzt so richtig so Kindersendung-Style machen. Mystery Zack, meine Güte. Warum nicht direkt im ersten Floor? So, könnt ihr den Secret Room auch finden? Na? Genau, da ist der Secret Room. Ich finde das immer so heftig unnötig gestellt. Oh mein Gott. So, ich glaube, den Stöpsel, den müssen wir zuerst hier ownen, weil der ist wahrscheinlich schwerer als Pin. Vielleicht nicht ganz. Vielleicht nicht ganz. Also Pin hat schon auch seine Daseinsberechtigung in unserem Keller hier, aber ja, ich weiß nicht. Pin schon relativ ziemlich billiger Boss. Es hat bloß ein bisschen zu viel Leben für meinen Geschmack, aber was willst du machen, ne? Was willst du machen? Wir hoffen jetzt natürlich, dass wir Midas Touch oder Virus so bekommen. Ich nehme mal an, dass wir schon irgendwie was wie Virus bekommen. Also das schätze ich jetzt schon, aber oh. Aber wir müssen schauen, wir müssen schauen. So, was kriegen wir? Paralysis. Wow. 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 Das ist ja schon fast mega gut. Okay, wir haben genug Items bekommen für den Floor. Ist schon okay. Ist schon okay. Hauptsache, wir sind kleiner. So, was ich mir so ein bisschen hoffe von den Runs, die jetzt so kommen. Also ich glaube, im nächsten Part schalte ich dann The Lost frei. Ich hatte irgendwie gerade keinen Bock, den freizuschalten. Einfach wieder so viel Stress. Und es sind übrigens, ein Großteil der Achievements, die wir jetzt noch nicht haben, sind stark von The Lost abhängig. Und dann gibt es noch ein paar, die abhängig sind davon, dass wir mehr Geld spenden. Das diese Probleme könnten sich eventuell beide hier lösen. Ja gut, die Lost-Probleme natürlich nicht. Die Geldprobleme vielleicht. Kane, komm. Es hört sich schon ein bisschen so an wie Coin und Coin heißt Münze, also da könnte man eventuell schon was hinbekommen, ja? Ich glaube, Kane hat sowieso relativ gutes Glück. Ich hasse diese Dodge-Spinnen. Rote Tomaten-Ausweichspinnen. Oder wie haben wir sie genannt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich, naja. Ich bin eh zwiegespalten, was die Dinge angeht. So. Achso, ist noch jemand drin im Raum? Ja, ja, hier. Dich hätten wir fast vergessen, aber ja, okay. Na, dich wollen wir jetzt auch nicht vernachlässigen, auch wenn du schwarz bist. So, ich meine, nur weil du schwarz bist. Ich glaube, das geht das überhaupt? Ich glaube schon. Komm, wir versuchen es. Komm. Ach, komm, ein bisschen weiter links. Dann hätte es sich gelohnt. Naja, egal. Also ich glaube, wir nehmen das schon jetzt mit. Der Schlüssel ist normalerweise wichtiger als eine Bombe. Normalerweise, Leute. Oh yeah, ich liebe diesen Run, ich liebe diesen Run, ich liebe diesen Run. Und ihr wahrscheinlich auch, ich habe gar nicht die Seed gezeigt. Hier, da ist, seht ihr die Seed. Ich werde es jetzt nicht mehr vorlesen, denke ich, weil es ist einfach unnötig. Ich meine, es steht auch in der Beschreibung drin. Warum sollte ich es dann vorlesen? So, ihr wisst Bescheid, Polyphem ist es umso besser, umso früher ihr es bekommt. Einfach, oh, danke, danke. Einfach, weil es dafür sorgt, dass eure Tränen-Stats, also eure, ihr wisst schon, Angriffstempo sozusagen,
geresettet oder zumindest... Oh, zum Glück haben wir das... Zum Glück haben wir das Solar bekommen. Stark sozusagen runtergesetzt wird. Und dann ist es natürlich wunderbar, wenn wir hier... ja, einfach sozusagen am Start sind und direkt am Anfang diesen Reset bekommen, weil dann bringen uns natürlich die kommenden Tiers-Ups mehr, als wenn sie irgendwann einfach runtergesetzt werden. Ich würde wahrscheinlich Polyphemus im Late-Game auch nehmen, aber trotzdem. Es ist besser, umso früher es bekommt. Glaubt mir einfach. So, und ihr habt es bestimmt schon gemerkt, wenn Schüsse eben Gegner durchgehen, dann bedeutet das so viel wie, wir haben mehr Schaden gemacht, als es eigentlich nötig gewesen wäre. Oh, das ist ein verdammt guter Raum. Oh, das ist ein verdammt guter Raum. Ein verdammt guter Raum ist das. So, wir nehmen das. Ich glaube, wir spielen heute einfach mal nicht auf Angel Room. So, wir nehmen uns den Necronomicon. Ich weiß, das Ding ist schlecht, aber besser als das. Und wir sind dieses Abaddon. Oh yeah. Yeah, und das heißt, ich glaube, es ist auch ein Damage-Up. Also diese Evil-Up-Geschichte, da bin ich mir eh noch nicht so ganz sicher, weil manchmal steht nur Evil-Up dran, aber es ist tatsächlich auch ein Damage-Up. Also da bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie das funktioniert, aber es funktioniert, Leute, es funktioniert. So, wir haben jetzt natürlich, normalerweise hätten wir jetzt alle roten Herzen verloren, aber da wir eh keine hatten, ist das egal. Und diese Angriffe, das stimmt mich schon wieder sehr fröhlich, das heißt, Boss-Rush inkludiert. Läuft. So, hier ist, glaube ich, der Secret Room. Mal ganz kurz sprengen. Impel Dümpel, wir haben es gefunden. Schauen wir mal ganz kurz, ob wir hier nochmal eine Pille rauskriegen. 3 Shrooms, weiß ich nicht, ob sich das lohnt. Normalerweise sogar, glaube ich, nicht, aber egal. Ist gut genug. Ist gut genug für uns. Wir haben jetzt nochmal hier Liberty Cap. Das heißt, ich glaube, mit 25%iger Chance, dass wir eventuell einen der Pilzeffekte für den Raum bekommen. Natürlich jedes Mal, wenn wir reingehen in den Raum. Das lohnt sich vermutlich nicht. Mal schauen, vielleicht brauchen wir eine Bombe oder so und müssen dann nochmal reingehen. Aber ich hoffe nicht. Ja. Und ich bin so, der Großteil von Isaac Rebirth ist jetzt... Okay, vielleicht nicht der Großteil, vielleicht stimmt das nicht. Weil das Schwere kommt erst noch alles. Aber ja, ihr wisst wahrscheinlich. Die meisten Achievements sind jetzt übrigens schon gekriegt. Toxic Blood. Ah, ist das ein Gift-Item? Ich glaube schon. Wenn man, glaube ich, getroffen wird, dann hat man noch diese geile Giftspur hinter sich. Das ist sehr cool. Ja, was ich sagen wollte ist, es gibt jetzt halt noch ein paar Achievements, die derbe schwer sind. Zumindest nehme ich das an. Ich könnte eigentlich mal das Ding mehr benutzen, Necronomicon, aber brauchen wir nicht. Also bitte, wer braucht das schon? Suicide King. Also ihr wisst ja, wir könnten das theoretisch einsetzen. Wir würden mit 50%iger Chance überleben, weil wir haben die Guppies Collar. Komm, wir machen das einfach mal so. Ich weiß, ich hätte jetzt nochmal den Secret Room sprengen können, eventuell, aber... Seien wir doch mal ehrlich, komm. Leute, seien wir doch mal ehrlich. Hätte sich das gelohnt? Ich weiß es nicht. Aber ich hätte schon ganz gerne mal Suicide King in Action gesehen, muss ich sagen. Ich würde so gerne sehen. Okay, komm. Secret Room. Nicht Secret Room, dann vielleicht hier. Secret Room. Nicht Secret Room. What the hell? Wo ist der Secret Room? Secret Room. Gib mir 9 Lives. Oh, das ist auch gut. Das ist auch gut. Okay, dann nehme ich mal an, dass das Ding wohl hier sein wird, oder? Tatsächlich. Beim dritten Versuch sollte man meinen, dass man es findet. Kriege ich jetzt nochmal bitte einen Cent oder so. Das wäre echt super Premium. Ich könnte jetzt natürlich den Shopboy hier sprengen. Aber ich denke, wir suchen lieber hier nochmal. Ich meine, wir haben den Schaden. Ist kein Thema. Wir haben den Schaden. Kein Thema. Polyphemus ist einfach so geil, weil du kannst einfach quasi... Ja, du schießt einfach durch die Gegner durch. Klar, Piercing Shot ist natürlich besser, aber... Trotzdem, du hast einfach so einen derben Schaden und du bist ein Zyklop und das passt einfach perfekt zu Kane, der sowieso diese Augenklappe hat. Ihr seht schon, das ist einfach der Mega-Run. Wir nehmen uns den Schlüssel. Mom's Key. Less is no more. Okay, ich glaube, wir haben erstens Schlüssel gekriegt und was noch? Irgendwas anderes noch. Keine Ahnung. Egal. Ich glaube, das Top-Secret-Room ist hier. Schauen wir mal nach. Tatsächlich... bringt uns leider nichts. Okay, los geht's. Das sollte eigentlich relativ easy gehen. Und vor allem, wir sind so schnell. Ich glaube, das ist alles wegen diesem... Alles wegen diesem Abaddon. Ich hoffe, dass wir ein HP abbekommen, weil sonst kriegen wir nur Soulheart Traits oder Krampus beim Boss. Und stimmt ja, der gibt ja auch 4 Shots. Okay, das ist sehr wichtig, dass wir hier ein HP abbekommen haben.
Obwohl, vielleicht nehme ich mir... Vielleicht will ich doch lieber die Soul Heart Trades. Ich meine, ich habe relativ viele Soul Hearts. Vielleicht will ich das echt. Will ich Soul Heart Trades? Ich meine, ich könnte sonst nur ein Item mitnehmen. So kann ich vielleicht mehrere mitnehmen. Oh, es ist Krampus. Ja, dann juckt es uns natürlich eh nicht. Das ist vielleicht sogar besser. Ich weiß nicht, ob... Ich meine, wenn das ist der Vorteil natürlich davon, dass ich Soul Heart Trades bekommen hätte, wäre natürlich logischerweise, dass ich mehrere Items hätte mitnehmen können. Der Nachteil wäre, ich hätte sehr viele Soul Hearts verloren. Und so ist das Leben, Leute. So ist das Leben, ne? So, ich weiß es nicht. Wir nehmen Jera mit, oder? Oder nehmen wir Suicide King mit? Nee, Jera ist einfach zu gut, das kann man nicht übrig lassen. Ja, was wir auf jeden Fall noch brauchen werden, sind zwei derbe, unnötige Achievements. Das sind so, ich hasse solche Achievements, aber so sind sie nun mal, die Achievements. Und zwar Bandage Girl und Super Meat Boy. Das sind so Achievements, die wurden jetzt einfach derbe erschwert, dadurch, dass es jetzt immer Variationen gibt. Also ihr wisst ja, wenn man, ein paar von diesen Horsemans gekillt hat, dann weiß man, aha, manchmal kommen natürlich diese Pferde, diese Stockpferde, die halt euch Flug geben, aber meistens findet man einen Cube of Meat, beziehungsweise einen Bandage Ball, oder Ball of Bandages heißt der. Oh, wir wollen ja politisch korrekt bleiben, Leute. Und wenn man das nun mal kriegt, dann kann man den sozusagen upgraden. Umso mehr ich davon kriege, umso besser von diesem, von diesen Balls bzw. Meat Cubes. Und man braucht für die Achievements jeweils viermal die Sache, wie zum Beispiel den Ball of Bandages viermal oder den Cube of Meat viermal. Das alleine schon hinzubekommen, dass man vier Cube of Meats hinbekommt, ist schon schwer. Aber nein, ich habe gehofft, dass ich aus der Range bin. Aber nein, dass man jetzt auch noch sagt, es gibt zwei verschiedene Varianten mit 50-50 Chance, das ist natürlich derbe unnötig, meiner Meinung nach. Okay, ich nehme mir jetzt hier einfach mal nichts raus, sondern versuche einfach alles zu spenden, weil ich, wie gesagt, ich versuche hier alle Achievements rauszuprügeln, die gehen. Und das ist natürlich mega schlecht, dass ich hier direkt in Stocken komme. Wir nehmen uns mal das Soul Heart, warte mal, oh mein Gott, das muss ich aber mal überprüfen. Kann man vielleicht im Shop die Items... Also die auf dem Boden, so Soul Hearts und so, verdoppeln mit Jera und dann die restlichen aufsammeln. Das wäre mal mega cool. Ich könnte es mir sogar vorstellen. Also, mal schauen. Vielleicht kommen wir noch dazu. Ich habe jetzt leider das Soul Heart schon genommen. Sehr gut. Ein Schlüssel auch noch. Falls ihr euch wundert, warum wir eben manchmal so klein sind, das liegt, wie gesagt, an diesem, dem Trinket, was wir haben. Und wir sehen wohl die... Haben gerade den Secret Room gesehen. Wieso auch immer. Wieso auch immer. Was ist das? The World? Ich weiß schon, wo die Secret Rooms sind. Egal, wir setzen es ein. Ich will Jera mitnehmen. Soweit ich weiß, verdoppelt das wirklich alle Pickups. Das ist natürlich mega löblich. Das kriegen wir raus. Das war es jetzt nicht wert, aber egal. Wo sind wir? Was ist das? Caves 2. Okay, ich dachte gerade, vielleicht hätten wir es nicht mehr in den Boss Rush geschafft. Es ist jetzt so eher der Casual Run, sage ich mal. Aber sowas muss es natürlich auch geben. Warte mal, was sind das für Hörner, die wir auf dem Kopf haben? What the hell? Woher haben wir diese Badass Hörner? Okay. What the hell? Oh yeah, Minimash. Speed und Range Up. Jawohl. Wir hatten sowieso keine so gute Range. Kriegen wir hier nochmal... Bombs are key, was ist das? I can see forever. Okay, das bringt uns leider jetzt nicht mehr viel. Ich werde mich jetzt mal nicht dadurch kämpfen. Ich gehe einfach außen rum. Dürfte normalerweise schneller gehen. Oh, wum. Oh, ein Golden Key. Nice. So, ich denke, hier können wir es mal kurz einsetzen. Danke sehr. Zack, wir haben wieder ein bisschen Geld gekriegt. Das würde ich jetzt natürlich sehr gerne spenden, aber es geht leider nicht, weil die Donation Machine schon wieder nicht mitmacht. Hat die einfach keinen Bock, denkt sich, nö. Eigentlich eher nicht. Hab eigentlich so gar keine Lust. Und das ist natürlich sehr schade, weil ich glaube, sie ist nicht sehr kompromissbereit, die Donation Machine. Einmal kaputt, für immer kaputt. Also bis natürlich zum nächsten Run, da kommt dann natürlich wieder irgend so ein Techniker-Einzelmännchen, repariert das Ding. Ach, wieso kriege ich eigentlich immer Little Chat, Mann?
Ich wünsche mir das echt nicht zum Geburtstag, Mann. Ich will einfach gescheite Sachen kriegen. Debs 1, okay. So, wir sind mega klein. Oh, ja gut. Nehmen wir uns nicht mit. Wir haben sowieso gerade volle Solats. Also, was will ich damit? So. Zack. Guck mal, stirb. Guck mal, stirb. Stirb. Sehr schön. Doppeldrop an. Münzen ist natürlich auch ganz nice. Brimstone-Spinne, so leicht kriegt ihr mich mittlerweile nicht mehr. Danke sehr. Ich weiß gar nicht, gehe ich hier gerade richtig lang? Ich habe doch gerade wieder die Sachen gesehen. Wieso habe ich gerade die Dinge gesehen? Ich habe doch gerade das Room-Layout gesehen. Warum ist es jetzt schon wieder verschwunden? Kann mir das mal jemand erklären? Ich will es wissen. Willi will's wissen, yeah. Willi will's wissen, yeah. So, wir kriegen wieder ein bisschen Geld. Das würde ich, ja. Wie gesagt, spenden geht wohl nicht. Sind die voll dagegen. Ey, Lady, spenden geht heute einfach mal nicht, du. Kannst nach Hause gehen, nicht? So, oh, Telepathy for Dummies ist mir sogar lieber als das Necronomicon. Ist natürlich kein super gutes Item im Vergleich zu Spoonbender. Aber warum nicht, Leute, warum nicht? Kann man sagen, ist in Ordnung, ja. Ist eigentlich ganz in Ordnung, nicht? So, wir kriegen hier natürlich wieder unsere Tration an roten Herzen, die wir einfach nicht brauchen. So. Oh, die Battery. Die Battery ist ganz nice. Das heißt, wir können jetzt jeden Raum das Ding einsetzen. Ich kann natürlich weiterhin nicht spenden. Das nehmen wir auch mit. Ich weiß nicht, ob das gut ist, aber ich kann es auch nicht mitnehmen. Also gut. So, mal schauen, was kriegen wir hier noch. Aha, nichts. Ich weiß nicht, warum ich jetzt nach unten gegangen bin. Ah ja, wir wissen ja eh nicht, wo der Bossraum ist, oder? Wissen wir das? Ich habe es mir zumindest nicht gemerkt. Nein. Okay. Ich frage mich auch, inwiefern man schneller ist, wenn man ein Auge hat. Weil ich meine, es gibt ja auch die Ghouls, die einfach nicht sehen können. Und die sind irgendwie langsamer. Also, wo ist die Logik geblieben, Freunde? Wo ist die Logik? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. So. Wir nehmen uns natürlich die Schlüssel. Und wir wissen, wo der Bossraum ist. Deswegen gehen wir jetzt auch einfach mal rein. Hier ist, glaube ich, eh nicht mehr viel zu holen. So, danke sehr, danke sehr. Hier kann man das Ding auch mal aktivieren. Ich meine, ich kann es jetzt eh ihren Raum einsetzen. Und jetzt haben wir Aiming Shots of Doom. Und Minimash zweimal aktiviert einfach in diesem Raum. Raum. Wegen dem Trinket und weil wir es schon haben. Und die Pille hat uns auch kleiner gemacht. Junge, wie klein werden wir eigentlich noch? Ich hoffe, dass die Hitbox auch damit kleiner wird. Würde man ja erwarten normalerweise. Aber das ist in Isaac nicht gesagt, Leute. Das ist da nicht gesagt. So, das Aiming ist zwar ganz nett, aber ich glaube nicht, dass es jetzt die Welt ausmacht. Oh no! Oh nein, unnötig. Das macht echt ziemlich viel Schaden, fällt mir gerade auf. Dieses schwarze Herz da, ordentlich macht das Schaden. So, bist du endlich down? Schön. So, eins nach dem anderen. Tot. Okay, wir nehmen uns natürlich Jesus Juice sehr gerne. Mehr Schaden ist immer besser als weniger Schaden. Und dann gehen wir weiter. Denkt dran, wir haben immer noch ein Gnawed Leaf oder wie auch immer das heißt, ihr wisst schon, dieses Tanuki-Item. Und schaut euch mal das an, die Junge, wir sind echt sau klein. Das fällt mir natürlich jetzt erst auf. Wirklich. Genial. Was kriegen wir hier? Two of Hearts bringt uns nichts. Können wir wieder weglassen. Ich würde dann echt ganz gerne mal mein Jera loswerden. Ich hoffe, dass es wirklich das bringt, was ich annehme, dass es bringt. Aber ich bin mir echt nicht sicher. Hopp. Habt ihr das gerade gesehen? Das ist durch dieses Skelett oder den Schädel durchgegangen mit dem ganz kleinen Schuss und hat dann noch diese Fliege gestreift. So richtig, richtig knapp. So, zack. Oh nein! Eine Fliege. So, das ist ein bisschen das Blöde an Teleport, also an nicht an Teleport, sondern an diesen Aiming Shots, dass du einfach manchmal diese Sachen triffst, die du gar nicht treffen willst, aber das passiert nicht immer. Passiert relativ selten. Wir sind bei 17 Minuten. Ich denke, der Boss-Rush ist uns ziemlich sicher. Okay. Gut. Danke sehr. Zack, ich brauche jetzt nicht in den Boss-Challenge-Raum zu gehen. Wir haben noch immerhin den Boss-Rush vor uns. Jawohl. Oh yeah. Das ist auch wieder so ein richtig unnötiger Raum. Oh no. Oh no. Oh no. Ich muss jetzt ein bisschen mich schon wieder sputen, ja? Kriegst du so einen guten Run und dann schaffst du es nicht mehr in den Boss-Rush. Das wäre erbärmlich. Erbärmlich wäre das. Okay. So, Aiming Shots for the win. Oh, Whip Bomb. Ich liebe Whip Bomb. Ich glaube, es ist nicht so gut fürs Aiming, aber Leute,
Was kann ich gegen Whipworm tun? Range up, Shot Speed up. Ist einfach nur geil, das Ding. Wir haben jetzt die ultimativen Schüsse des Todes. Junge, wo ist denn der Bossraum schon wieder? Schon wieder im letzten Loch hier. Whipworm, zack. Richtig cool. Okay, ich nehme mal... Oh, der ist es nicht da, wo ich erwartet habe. Oh, oh. Oh, oh. Ja, komm, in den Shop können wir nochmal reingehen kurz. Wir kaufen uns die Pille. I can see forever, juckt uns eigentlich nicht, aber egal. Und wir gehen weiter. Gut, ich brauche jetzt die Tarotkarten nicht. Vielleicht geben wir das irgendwann mal einem Bettler, das Geld, was wir gerade noch haben. Yo, ein Triple Kill, damit einfach gerissen. Naja, das ist so ein bisschen das einzige Gute, denke ich, was es uns jetzt noch gebracht hat, diese I can see forever Geschichte. Sei gut. Naja, das könnte besser sein. Und jetzt bitte nochmal alles kurz killen. Oh, ich muss mich beeilen. Muss mich beeilen. Okay, jetzt aber. Okay. Oh, wir machen gar nicht so viel Schaden. Sheet. Sheet, komm runter jetzt. Schneller. Mach hinne. Junge, was lässt die sich so lange Zeit, als würde sie wissen, dass ich in den Boss rushen will. Okay, das dürfte reichen. Ich muss mich sehr schnell entscheiden für Items. Oh, sehr gut, dass das Ding noch zurückfliegt und immer Schaden drückt. Very good. Vielleicht muss ich sogar danach in den... Oh, ich kann danach nicht mehr... Oh, shit. Beeil dich. Egal, ob ich jetzt nochmal Schaden nehme. Okay, sehr gut. Wir nehmen uns das Dark End. Wir gehen in den... oh, das ist gut. Das nehmen wir mit. Danke sehr. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Oh, hier ist nochmal was. Das nehmen wir uns nochmal mit. Sehr gut, perfekt. Okay, und dann gehen wir wieder mal wunderbarerweise hier rein. Ah, ich weiß nicht. Rotten Baby ist ganz nett, aber dieses Undefined, das haben wir noch nie gehabt. Ich weiß gar nicht, was es bringt. Aber das ist doch auch ganz geil, gell? Dass diese Spinne, die hinterherläuft und manchmal blaue Spinnen spawnt. Was nehme ich denn? Ich nehme jetzt mal dieses Undefined mit. Ich weiß nicht, ach, das ist ein Aktiv-Item. Ja, ne? Das hat uns jetzt in den Top Secret Room teleportiert. Ist das alles oder was? The hell? Was ist das für ein Drecks-Item? Hier gerade zwei Herzen übrigens verloren, richtig unnötig. Ja gut, es hört sich jetzt ziemlich beschissen an, dann... Obwohl, ist es schlecht? Ist es wirklich schlecht? Ich muss gerade abwägen, ich glaube es ist schlecht, ja. Aber es ist besser wahrscheinlich als die Tarotkarte. Ich meine, ist es schlecht? Wenn es mich immer in den Top Secret Room bringt, dann ist es... Oder kann sein, dass es jetzt nur Pech war und zweimal mich in den Top Secret Room gebracht hat. Ich will jetzt eigentlich nicht von beiden ausgehen, aber... naja. Das war jetzt richtig unnötig. Ich wollte eigentlich den Boss Rush machen. Ja. Ich glaube, ich lerne es immer auf die harte Tour. Okay, wir kriegen gerade ziemlich gut hier die Tarotkarten. Bringt mir aber leider nicht viel. Obwohl, ich kann doch beide jetzt mitnehmen, oder? Nee, geht nicht. Das ist ja... Ach klar, das war ja nicht das, Starter Deck oder wie es heißt. Ja, ne? Es war jetzt sehr unerwartet. Ja. Hier nehme ich jetzt nicht nochmal Schaden. Das war total überflüssig. Gut. Oh, der Devil Room ist nochmal da. Bringt uns aber leider nichts. Gut, dann war es das wirklich. Also der Boss Rush ist jetzt vorbei, Leute. Ich muss schon sagen, war ein sehr guter Boss Rush. Klar, die letzte Wave war wieder... War ein bisschen schwerer als normal, aber ja, egal. Ist nicht so schlimm. Wir haben unser Ziel erreicht. Wir haben unser Undefined bekommen. Obwohl eigentlich wahrscheinlich das Book of, was weiß ich, Telepathy for Dummies einfach besser gewesen wäre. Aber ich will mich jetzt mal nicht beschweren. Ich bin einfach nur... Junge, was? Warum zur Hölle, Mann? Das ist so unnötig gewesen. Das könnt ihr gar nicht glauben. Das war richtig unnötig.
Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und jetzt reicht schon unser Damage nicht mehr aus, um die zu one-shotten. What the hell? What the hell? Gut, ich glaube, wir wissen, wo der Boss ist. Einigermaßen. Rechts natürlich. Ich frage mich, wo wir jetzt hin teleportiert werden. Ob es wieder der Top-Secret-Room sein wird. Das wäre ja echt... Also ich meine, es sieht aus wie eine Mischung von Kompass und irgendwelchen anderen Items, die ich nicht ganz identifizieren kann. Ich glaube, das andere ist der Contract oder so. Contract from below heißt das Ding, ja? Ja, wo bist du denn jetzt? Stirb endlich! Ich liebe das, ehrlich. Ich liebe das. Du hörst nur dieses unnötige Geräusch. Der lebt halt immer noch. So, endlich down. Very good. Gut, dann gehen wir mal weiter hier. Wir wissen, wo der Secret Room ist. Das ist wunderbar. Wunderbar. So. Und ja, dann wird es wohl ein etwas kürzerer Part. Kann man sich auch mal dran gewöhnen, denke ich. Und tatsächlich, seht ihr, wir haben so eine Blutspur. Ich glaube, das ist, weil ich gerade Schaden genommen habe oder so. Oh, drei blaue Fliegen. Wie nett von dir, Spiel. Wir kriegen natürlich hier den Secret Room. Der Greed ist wieder am Start. Er war zumindest am Start. Ich frage mich, wo wir jetzt hin teleportiert werden. Ich gehe jetzt einfach mal ganz gediegenerweise hier nach unten. Oh, da ist das Top Secret Room. Schön. Wirklich schön. Das ist wirklich, also das ist eine schöne Sache. So, mal gucken. Hier wäre das dann. Und was finden wir hier? Wisst ihr was? Komm, Leute. Komm, ich weiß, es ist nicht das beste Mal, aber ist mir jetzt auch egal. Los geht's, Undefined. Oh, wir sind im Arrow Room. Das ist jetzt mehr oder weniger schlecht, weil jetzt habe ich meinen Jera eingesetzt und vor allem... ja, ich hätte noch ein Item gekriegt, aber okay. Ich hätte wahrscheinlich sogar mehrere Items gekriegt, also... Danke, I am Arrow Room. Das Item hat jetzt schon mehr oder weniger alles verkackt, was geht. Ja. Ne? Sage ich jetzt einfach mal. Telepilz. Was? Was? Als ob halt einfach. Als ob. Als ob, bitte. Als ob. Leute, der Witz an der Sache ist, wenn ich jetzt in den Strahl reingehe, dann können wir nur bis zu Isaac spielen. Das heißt, glücklicherweise... Oh, warte mal, ist das Glück? Ist das Glück? Oder werden wir wieder in den Arrow Room teleportiert? Ey Junge, das Item, das macht mich total fertig gerade. Das macht mich gerade total fertig. So, wir sprengen dich jetzt erstmal zweimal hintereinander in den I am Arrow Room gekommen. Zweimal hintereinander. Okay, es ist also tatsächlich immer das Gleiche. Na, das ist sehr unglücklich, würde ich mal sagen. Das ist äußerst unglücklich. Dieser Run ist mal wieder so eine Aneinanderreihung von Sachen, die ich jetzt einfach neu gelernt habe und nie mehr falsch machen werde, hoffentlich. Nein, warum habe ich nicht den Polaroid genommen? Warum? Der I am Arrow Room ist so selten und dann kommt er zweimal hintereinander. Warum denn auch nicht? Ja, ne? Zweimal hintereinander auf jeden Fall, ganz klar, ja, ja, klar, ja, ja. Oh Mann. Ich hoffe, dass wir hier wenigstens wegen... diesem Item einigermaßen sinnvoll rumteleportiert werden. Also ich muss sagen, das Item hat mich jetzt in allerlei Hinsichten nur enttäuscht. Anzus gibt uns, glaube ich, Map oder so, schätze ich mal. Ja, gibt uns die ganze Karte, das ist ganz nett. Danke sehr. Und da wir sowieso wahrscheinlich kein Chest sehen werden, ist das äußerst tragisch. Äußerst tragisch. So, The Widows. Ihr wisst doch, was läuft. Ihr wisst doch, was läuft. Wie viele Minuten sind jetzt eigentlich so vergangen? Würde ich mich mal interessieren. Ich meine, wir haben so viele Floors gerade geskippt. Tatsächlich, wir sind 25 Minuten. Normalerweise bin ich da noch im Boss Rush drin. Junge, wir sind bei Isaac. Läuft schon, oder? Oh, ich kann mich teleporten. Will ich das, ist die Frage. Will ich das, ist die Frage. Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Fragen wir doch einfach Nicholas James. Nicholas James, ein Experte von The Binding of Isaac, spielt seit dem dritten Lebensjahr The Binding of Isaac Rebirth und ist gerade angereist, um uns hier die neuesten News zu bringen von den Strategies. Leider ist er noch nicht in der Lage, vernünftig zu sprechen. Mit 4 Jahren geht's einfach noch nicht so gut. Ich meine, nicht mit 4 Jahren. Doch. Ja gut, 3,5 oder so, keine Ahnung. So, wir sind jetzt hier. Oh, nein. Nein. Okay, gut.
Was kriegen wir? Ein bisschen Bomben, ein bisschen Geld, ne? Aber ich glaube, wir haben verhältnismäßig viel gespendet sogar in diesem Part. Unser Schaden ist erstaunlicherweise gar nicht so stark. Aber ich meine, was für erstaunlicherweise. Ich habe so viel geskippt. Eigentlich sollte ich sagen, kein Wunder. Okay, wir kommen in den Team Socket Room. Und im Team Socket Room, ich schätze mal, dass das so ein Item ist, was uns in ein paar von diesen Spezialräumen einfach teleportiert. Ich weiß nicht, ob es uns auch zum Boss bringen kann. Keine Ahnung, aber das Item scheint mir ziemlich beschissen zu sein. Obwohl, es bringt manchmal dich in den in dem Arrow Room. Okay, das ist ganz cool. Aber andererseits ist das Item einfach nur schlecht. Da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Das kann ich einfach nicht befürworten, das Ding. Werde ich wahrscheinlich auch in Zukunft nicht mehr nehmen. Jetzt, wo es in unserer Itemliste ist, ist es gut genug. Oh, wir haben Schaden genommen. Nein! Oh nein, nochmal habe ich Schaden genommen. Warum? Oh, stimmt ja, ich habe diese geilen Bomben. Yo, Polyphemus-Bomben. Einfach Polyphemus-Bomben des Todes. So, guck mal hier. Darf's nochmal Schaden nehmen? Oh, das war nicht sehr schlau. Not very smart. Okay, guck mal. Oh, die Bomben gehen aber gut ab, du. Die gehen richtig gut ab. Wir sehen noch beide auf. Ach, ich habe gerade... Ach, klar. Na, ja, super. Ich sollte vielleicht nicht neben meiner eigenen Bombe stehen. Pyromaniac haben wir da noch nicht. Aber ich könnte mich jetzt hier unverwundbar in die Ecke stellen, aber das wäre irgendwie lame. Deswegen machen wir dich jetzt kalt, Isaac. So gering ist unser Schaden dann auch wieder nicht. Ja, wir sind da, Leute. Tatsächlich unter 30 Minuten hier. Alles kommt mal hier den Part beendet. Aber ihr könnt noch kurz dranbleiben. Ich zeige noch ein paar Sachen. Oh mein Gott. Die Kiste. Und wir haben eine dunkle Seite. Boom. So, das kennen wir ja schon alles. So, ich wollte jetzt nur mal ganz kurz hier in die Library schauen. Wo ist das denn überhaupt? Ich glaube hier Secrets. Nein, klar, das ist was anderes. Wo sind die Items? Wo sind die Items? Wo sind die Items? Da gibt's doch irgendwo... Ich benutze das irgendwie nie, aber es gibt da so eine Liste. Ich weiß es doch. Ah, hier, klar. Items natürlich. Logisch, logisch, logisch. So, hier sehen wir natürlich alles, was uns fehlt. Überall, wo diese Fragezeichen sind, logischerweise. Oh, da fehlt uns sogar noch einiges. Oh, da fehlt uns noch einiges. Also, ich weiß, die 100 fehlt. Diverse andere Items fehlen. Und natürlich die man mit The Lost freischaltet. Und die man mit den Store-Upgrades freischaltet auch. Also, hier sind wahrscheinlich sogar noch ein paar Sachen, die ihr vielleicht nicht erkennt. Aber das sollte sich in Grenzen halten, denke ich. Ja. Ja, sieht doch relativ gut aus, unsere Collection, oder? Bis Folge 100 haben wir das Ding voll. Und dann haben wir The Real Platinum God Boy. So, und das heißt, ich bedanke mich natürlich wie immer dafür, dass ihr hier am Start wart. Bewertungen, Kommentare wären natürlich super Premium. Auch ein Abo wäre nice, wenn du es nicht schon getan hast. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge Let's Play The Binding of Isaac Rebirth. Oder in einem anderen Let's Play. Ciao!